Willkommen bei Alexandria, die Stadt der Feste. Wie in den meisten griechischen Städten gab es auch in Alexandria zahllose Unterhaltungsangebote. Viele davon waren mit Ritualen, religiösen Praktiken und den dazugehörigen Festen verbunden. Die wichtigsten unter diesen Festen waren die dynastischen Feierlichkeiten zu Ehren der gottgleichen ptolemäischen Könige und Königin. Diese Feiern konnten mehrere Tage lang andauern und umfassten Opferrituale, Prozessionen und öffentliche Gelage. Spiele und Wettbewerbe fanden, wenn möglich, immer an Orten wie dem Stadion, dem Hippodrom oder dem Gymnasium statt. Die Menschen von Alexandria begeisterten sich vor allem für Wettbewerbe, bei denen Athleten, Dichter und Musiker aus Ägypten und anderen Städten gegeneinander antraten. Wie alle griechischen Städte hatte auch Alexandria ein Theater. Gebaut wurde es im römischen Stil. Aus diesem Grund nahm sich das Team ein Theater aus Kyrene zum Vorbild. Die römischen Theater waren für gewöhnlich auf flachem Grund erbaut. Mit einem Reittier legst du weite Distanzen in kurzer Zeit zurück. Wie alle griechischen Städte hatte auch Alexandria ein Theater. Gebaut wurde es im römischen Stil. Aus diesem Grund nahm sich das Team ein Theater aus Kyrene zum Vorbild. Die römischen Theater waren für gewöhnlich auf flachem Grund erbaute Halbrunde. Der Bau selbst diente der Verbesserung der Akustik. Griechische Theater waren hingegen länglicher, ähnlich einem Hufeisen, und nutzten natürliche Strukturen wie Abhänge, um die Akustik zu optimieren. Im Theater wurden Werke zeitgenössischer, komischer und tragischer Autoren aufgeführt. Das Theaterstück, das du gerade siehst, ist Menandas Dyskolos, besser bekannt als Der alte Griesgram, eine späte und sehr beliebte griechische Komödie.